Hallo liebe Leute, hier mal schnell gezeigt, oft in Foren gefragt, Freistellung von der Lötstoppmaske, um zum Beispiel Abschirmbleche zu löten zu können. Und ich habe da hier mal quick and dirty etwas vorbereitet. Ganz einfach ein Funkmodul DAA 818, das ist hier dieser Footprint mit den Pads dazu, das Ganze auf einem Edcut gelegt. Und hier mal eine Kupferfläche und diese Kupferfläche soll mal hier auf Ground liegen. Und wir nehmen an, wir wollten jetzt hier darüber ein Abschirmblech löten. Problem ist jetzt, wenn wir dieses Platine hier produzieren lassen würden, wäre diese gesamte Fläche hier außenrum mit der Lötstoppmaske belegt und ich hätte hier also keine Möglichkeit mehr, irgendetwas zu löten. Jetzt gibt es dann Hinweise, dass man sich also Pads erstellen soll als Footprint, die man dann hier einfügt, um diese Lötstoppmaske freizustellen. Das ist alles Quatsch, brauchen wir nicht. Wir machen uns das hier ganz, ganz einfach. Und zwar gehen wir hier in die Ebene F-Mask für die Lötstoppmaske und da sehen wir hier in lila schon die Lötstoppmaske, die freigestellt wird für die Pads vom Funkmodul. Und wir wollen jetzt hier einfach, gehen dann einfach hier auf das grafische Polygon und erstellen uns hier ein Polygon auf dieser Seite. Das muss man natürlich dann entsprechend maßhaltig machen, wie man das in seiner persönlichen Schaltung braucht. Und wir schließen das Ganze hier wieder sauber. Und wir sehen also hier auch jetzt eine lilane Fläche. Hier würde jetzt also auch in der Lötstoppmaske eine Freistellung entstehen und das blanke Kupfer wäre dann sichtbar und ich könnte hier mein Abschirmblech anlöten. Das gleiche tun wir hier auf der anderen Seite. Ich lege hier nochmal als Beispiel so ein Polygon an. Wie gesagt, das muss dann jeder für sich entscheiden, wie breit, hoch, lang und breit er das haben möchte. Aber ich bin ja hier bei einem Polygon immer im Bereich des Freihandzeichnens und kann das dann also hier einfügen. Ist jetzt hier nicht gelungen, aber ist soweit in Ordnung, dieser schräge Verlauf. Das soll jetzt hier mal nicht stören. Hier wird jetzt also kein Lötstopplack aufgebracht. Ich kann hier also ganz bequem auf dieser Fläche löten und hier drüben genauso. Und wer jetzt auf Nummer sicher gehen will, nimmt hier das Sperrflächenmodul und legt hier noch eine Sperrfläche drüber, die dann natürlich nicht die Kupferfläche einschließt, sondern nur eine Sperrfläche für Vias und Leiterbahnen hier auf der Oberfläche, damit hier auch nicht der letzte Depp noch eine Leiterbahn oder ein Via durchführt durch unseren Flächenbereich. So, damit ist der gesperrt. Ich hätte jetzt hier Ich hätte jetzt hier also auch noch eine Sperrfläche gelegt und damit kann hier auch keiner mehr eine Leiter planen oder ein Via durchführen und kann dann später, wenn die Platine irgendwann einmal fertig ist, aus der Produktion kommt, hier ganz bequem mein Abschirmblech anlöten. Das war's. Viel Spaß beim Freistellen von der Lötstoppmaske, damit ihr dann auch eure Abschirmbleche oder anderweitige Bauelemente, die nicht zum Schaltplan gehören, anlöten können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, euer Tom.